Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent, The Virtual Card Game. Wir spielen heute den Hinrichter. Wir spielen heute Vabjorn. Keine Ahnung, wie man ausspricht. Vabjorn. Wahrscheinlich, ja. Wir haben es ja schon letztes Mal gesagt, wir spielen diesmal eine Goldkarte, die nicht so häufig gesehen wird. Die Rede ist ja natürlich von Vabjorn. Eigentlich ein relativ cooler Effekt. Und zwar macht er am Ende der eigenen Runde jedem Gegner, der angeschlagen ist und zwei oder weniger Leben hat, zwei Schaden. Das heißt sozusagen, er richtet die hin, wenn die nur noch zwei Power verfügen. Und das lässt sich halt eigentlich ziemlich cool kombinieren mit natürlich wieder einem Axtmann-Skellige-Deck, weil die werden halt immer, wenn Schaden kommt, gebufft. Dazu natürlich Yennefer, Lugos. Lugos ist sowieso bester Mann hier im Stall. Lugos. Lugos ist halt echt eine ziemlich coole Power-Karte, weißt du? Dann natürlich noch Korall, na gut, Jalma, einfach nur um den Gegner mehr zu geben. Sinn des Decks ist es einfach nur so ganz grob, natürlich die Axtmänner hochzubuffen. Es ist halt einfach nur ein ganz Standard-Axtmänner-Deck. Aber auch die Gegner low zu kriegen mit Effekten wie Wetter, Tremeltor, Stampede oder Zerreißen, dass sie hingerichtet werden. Ich weiß schon, gegen was das Deck nicht funktioniert. Gegen was? Gegen ein Spell-Deck, also so ein roter, blutiger Baron-Deck. Dagegen funktioniert es relativ. Relativ. Das Problem, wogegen es nicht funktioniert, sind Buff-Zwerge, weil die werden auch halt nicht hingerichtet, aber du hast immer noch die Axtmänner so. Ja, es ist halt nur so ein Standard-Axtmänner-Deck. Es ist trotzdem ziemlich lustig und ich wollte einfach mal Vabjorn, weil den haben wir nie gesehen. Wir haben bis jetzt so viel Gwent gespielt, aber wir haben den noch nie gesehen. Das stimmt. Weil der wird halt wirklich gar nicht gespielt, weil der Effekt ist halt, er ist gut, aber er ist halt schwer zu triggern. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. I shall not repeat. Nilfgaard. Schon lange nicht mehr gesehen. Nilfgaard, also wenn das halt so das Deck ist, was ich denke, dann werden die relativ häufig gespielt. Okay, ja, unser Starthand ist natürlich immer wieder Premium. Wir haben zwar einen Hinrichter, wir haben einen Axtmänner, aber wir haben sonst nichts weiter. Ein Axtmänner. Wir haben einen Axtmänner, ja. Ich würde mal einen ablegen. Stampede, würde ich ganz gerne. Ja, ich brauche einen Retzer. Ich hätte ganz gerne Lugos. Den kann man sogar behalten. Ist für die erste Runde gar nicht schlecht. Ja, wenn man schnell verlieren will oder wenn man halt... Die Frage ist, was könnte man noch ablegen? Ich könnte hier einen von ablegen. Ich behalte die erstmal. Was brauchst du noch? Lugos oder halt was anderes. Ich überlege, ob ich eine Priesterin abwerfe. Das Problem ist halt nur, wir werden kein Card War haben. Das heißt... Wie viele Priester hast du denn im Deck? Drei Stück. Ich würde ganz gerne eine Priesterin behalten. Was könnte man ablegen noch? Nimm den Bogenschützen. Ich nehm Siegfrieder. Echt? Ja, Siegfrieder ist eh nur da, um größtenteils Lugos wieder zu beleben. Jetzt haben wir ein kleines Problem natürlich nur. Wir könnten natürlich Glück haben und könnten mit Uncrate Lugos aus dem Deck holen. Das Problem ist, es gibt zwei Kreaturen, die man damit holen kann. Einmal Lugos und einmal den Berserkerbär. Na, ich kann jetzt auch natürlich einen Axtmann opfern. Oder ich beginne direkt mit Spion. Ja, beginne auch einfach mit Spion. Ich beginne mal mit Spion. Okay, jetzt müssen wir uns leider nur entscheiden. Nimm noch den Berserker. Nein. Ich nehme tatsächlich die Priesterin. Echt? Ja. Aber den Berserker hättest du noch mal raushauen können. Berserker ist sowieso nicht so schlimm. Okay. Ich kann ja auch mit der Priesterin den Berserker retzen, haben wir beide. Nee, aber ich habe mehr Angst, dass die Axtmänner halt irgendwie verschwinden. Sie werden verschwinden, früher oder später. Ja, natürlich. Bei der Axtmänner ist halt immer nur so das Problem, du kannst eine Runde eigentlich relativ einfach gewinnen, aber du musst halt zwei gewinnen, um das Spiel zu gewinnen. Ja. So, ich kann jetzt zum Beispiel meinen zweiten Axtmann spielen und ich frage es, ob mein... Okay, er spielt den. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal einen zweiten Axtmann spielen. Okay, der Gegner hat 7 Karten. There's been a mistake. I'm no mage. Okay. Ich könnte natürlich einen Wettereffekt auf die erste Reihe setzen. Das Problem ist halt, das wird immer die treffen. Das heißt, das wird ein Wettereffekt weniger. Das heißt, wir wettern mal den hier. Und das ist doof.
Er hat den Wettereffekt schon weggemacht. Aber es ist nicht kritisch. Was weg ist, ist weg. Was tot ist, kann niemals sterben. Aber es springt aus dem Wasser, ins Wasser. Wir riskieren es mal. Ah, okay. Ah, war klar. Es ist nicht so schlimm. Wir haben immer noch Zerreißen und Stampede, was eigentlich ziemlich gut reinfruchten wird. Und wir haben noch die Hunter. If anyone asks, you've not seen me. Off to the front yet again. Ich glaube sogar, ich werde mal Vabion diese Runde spielen. Reasons for the feeble of heart. Den kannst du aber nächste Runde nicht wiederholen, oder? Good grief. Nein. You're worse than children. Aber er macht diese Runde wahrscheinlich schon, was er kann. Okay, Stampede zuerst oder zerreißen? Zerreißen auf die untere. Ich würde sogar zerreißen eher auf die obere machen. Aber dann kann er nächste Runde... Ich mache erstmal eine Stampede. Ja. Weil zum Beispiel jetzt hier, der wird sterben. Ja, die beiden werden jetzt exekutiert. Na, was war da für eine Goldkarte? Oh, halt ja immer. Ich kann jetzt zum Beispiel nämlich die mittlere Reihe zerreißen und da werden halt nochmal die beiden exekutiert. Mhm. Oder ich könnte erstmal hiervon einspielen. Keep together. Könnte den angreifen und... Ja, wobei der ist schwachsinnig. Moment, den will ich nicht. Weil die Reihe greift mir sowieso an. Dann greife ich die hier an. Und der exekutiert die beiden nochmal. Mit den Axtmännern zusammen ist das echt böse. Ja, okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt macht er sich halt einen Bär, weil er weiß ganz genau, dass wir diese Reihe wahrscheinlich noch angreifen werden irgendwie. Die Axtmänner sind sowieso, je länger die Runden gehen mit den Axtmännern, desto stärker werden die halt. Ich werde den mal anschlagen. Zerreißen macht allem 3 Schaden. Ja. Mit 2 werden die exekutiert. Okay, das heißt, wir werden hier weiter nichts exekutieren können. Da kann ich auch... Der wird keinen Schaden kriegen, dann greife ich Roach einfach nochmal an. Der Bär verwandelt sich jetzt zwar, aber es ist trotzdem im Endeffekt besser. Let us see. Ich glaube jetzt sogar fast, dass er die Runde schon... Er hat die Runde schon aufgegeben. Ja. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt eine Retzerin spiele, ich kann das Zerreißen eh noch raushauen. So, zack, guck mal. Wie die Axtmänner sich hochbuffen, das ist halt so. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch wegbrennen. Die kommen ja, kommen die mit der Stärke wieder? Nee. Das ist nur temporäre Stärke. Aber selbst wenn er jetzt einen Axtmann wegbrennt, guck mal, die erste Runde haben wir gewonnen. Ah. Wenn er einen Axtmann wegbringt, ist halt so nicht schlimm, finde ich persönlich, weil wir hätten trotzdem noch mehr Stärke und er hätte seine gesamte Hand opfern müssen. Und wir haben jetzt das Glück, wir haben 2 Retzerinnen, das heißt, wir können die Bären. Wir haben 3 Retzerinnen und Korall. Ich überlege, ob ich eine Retzerin... Ich leg mal eine weg und krieg noch einen Axtmann. Ich glaube, so gut haben die Axtmänner noch nie funktioniert bei uns. Doch. Wie in der Runde. Jetzt haben wir nur das Problem, so, wir haben die erste Runde relativ gut mit den Axtmännern gewonnen. Ich spiele jetzt mal einen Bär. Aber wir müssen jetzt noch die zweite gewinnen. So, ich will ihn jetzt halt so ein bisschen rauslocken, dass er jetzt 2 Karten spielen muss, dass wir gleiche Karten haben. Hm. Also er soll jetzt halt möglichst eine Karte spielen, die weniger als 12 hat. Und davon hat er wahrscheinlich sehr viele. Und dann soll er noch eine spielen, weil er muss ja die Runde gewinnen. Dass wir wieder auf 3-3 kommen. Und dann muss ich hoffen, dass ich irgendwie in der letzten Runde vielleicht... Okay, er muss noch eine spielen. Dass ich in der letzten Runde halt irgendwie Blue Boy Lugos oder so ziehe. Mhm. Weil den haben wir leider noch nicht gezogen. Uns fehlen halt auch unsere gesamten Goldkarten. Das Problem ist, wenn wir jetzt Yalma ziehen, kriegen wir den aber auch nicht mehr weg. Weil wir haben... Greetings. What is it? Okay. Ach, Scheiß! In 2! Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Kombo nicht vielleicht sogar für die letzte Runde aufgehoben oben hätte. Vielleicht hat er ja noch was anderes. Na, er will Ciri auf jeden Fall wieder ziehen. Okko ist ganz gut. Die Frage ist, Okko...
Wir können auch versuchen, nur einen Axeman zu machen. So kriegen wir halt zwei hin. Aber die wären nicht so stark. Dann mach einen. Aber wenn wir, Blugoi nicht kriegen, haben wir ein Problem. Ich behalte es. Wir haben noch 9 Karten im Deck, so die Wahrscheinlichkeit, dass wir Blugoi ziehen, ist halt, ja. Recht gering, ja. Mal sehen, ob der auch sowas gegen Okko hat. Okko ist halt relativ gut. Er lockt ihn. Na klar. Das ist aber nicht schlimm, weil jetzt hat er den Lock raus. Und wir haben immer noch unsere Axtmänner. Beziehungsweise einen Axtmann. Ich überlege noch, ich werde den zweiten nicht retzen, sondern lieber einen Bär. Okay. Das ist doof. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der noch richtig triggert. Mordron Freyr ist patient, but she brooks no insult. Weil er spielt jetzt seine letzte Karte und wir spielen ja unsere letzte Karte. Das heißt sozusagen, der Brand wird nicht mehr triggern. Okay, mach den Axtmann weg, das ist doof. Ich glaube, wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. Wir hätten aber auch mit Rocco nicht mehr gewonnen. Okko. Okko. Wir hätten mit Okko auch nicht mehr gewonnen. Ja, wir haben zu viel am Anfang rausgehauen. Vielleicht hättest du ihn auch in der zweiten Runde mehr rauslocken sollen. Ja, wäre eine Option gewesen, aber wir hatten nichts Großartiges zum Rauslocken. Ich überlege nur, was ich hätte. Vielleicht in der zweiten Runde wirklich mehr rauslocken. Aber wir hatten halt auch, das Problem, dass wir unsere ganzen Goldkarten halt nicht gezogen haben. Also wir hatten unseren Executioner, aber wir hatten die ganzen anderen Goldkarten nicht so. Und das ist halt ein bisschen schade. Ja, aber wir können ja mal gucken, wie es nochmal läuft. Wir haben einfach viele Core-Karten nicht so richtig gezogen. Aber ist nicht so wild. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Runde. Wir spielen die nochmal. Man hat ja gesehen, wie er funktioniert. Ich meine, es hat wunderbar geklappt. So. Funktioniert ganz gut, ja. We've hebbled enough. Let's get to work. Also wenn das jetzt Buff-Zwerge sind, Das könnten höchstwahrscheinlich Buff-Zwerge sein. Buff-Zwerge sind ein Problem, weil Buff-Zwerge werden wir nicht auf 2 Life runterkriegen. Und wir ziehen schon wieder alle Retzer, aber wir haben Blue Boy Lugos und wir haben Hjalmar. Die Hand ist okay, ich würde nur ganz gerne ein paar Axtmänner. Ja. Eine Axtmann, ich hätte gerne ganz gerne noch einen. Ich würde aber vielleicht sogar den Retzer behalten und würde Stampede ablegen. Das gelege schon so. Ist auch nicht schlecht. Ja, das Problem an den Axtmännern ist halt immer, du musst die Axtmänner ziehen. Das ist halt immer das größte Problem. Ich glaube, das ist so grundsätzlich das Problem bei Kartenspielen. Na, Axtmänner haben halt wirklich das größte Problem. Wenn ich jetzt Okko spiele, kann er den wegblitzen, wenn er ein Spellcaster-Deck hat. Wenn ich den spiele, kann er den wegblitzen, aber der ist, glaube ich, noch der verkraftbarste Verlust. Der geringste Verlust. Mhm. Ich glaube nicht, dass er Buff-Zwerge unbedingt spielt, weil Buff-Zwerge spielst du. Ja, wobei kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, abwarten. Okay, er spielt auf jeden Fall Zwerge. Es könnten die Buff-Zwerge sein. Könnten. Okay. Wenn es Buff-Zwerge sind, muss ich mir um Brand und solche anderen Sachen keine Gedanken machen. Aber wir wissen noch nicht, ob es Buff-Zwerge sind. Er hat bis jetzt nur ein Zwerg gespielt. So, und diese Zwerge werden halt sowieso relativ häufig gespielt. Die sind ja auch gut. Das ist zwar kein Muss für jedes Deck, aber die sind gut. Why have you summoned me? Oh. Ah, er hat einen Nebel. Nebel greift immer die stärkste an. Das ist kein Problem für uns. Also Okko ist halt eine ziemlich geniale Karte. Der Nachteil ist wirklich halt, der muss triggern. Es dauert halt leider 4 Runden. So, er könnte jetzt halt auch theoretisch passen. Wir hätten einen Axtmann raus, wir hätten Okko raus. Und er würde halt eine gute Resilienz-Karte behalten. How can I help? Okay, er macht den Axtmann weg. Das Problem ist, Nebel geht immer auf die stärkste Karte. Was? Keine wirkliche Alternative. Doch, hätte ich sogar. Na, der Bogenschütze. Der Bogenschütze. Aber dann würde ich halt unseren Axtmann mal nicht buffen.
Weil er, ich weiß nicht, ob er passen sollte. Wir haben, er hat jetzt halt den Vorteil von einer Handkarte. Die Sache ist auch immer, Okko ist halt gut, weil er wieder zurück auf die Hand kommt. Und dass man dann halt noch diesen Kartenvorteil hat. Der ist wirklich sehr entscheidend bei Gwent in manchen Spielen. So, die Frage ist, okay, er bewegt den und bufft den. Und er bewegt die und bufft die. Er hat jetzt nur alleine auf eine Reihe bewegt. Und er bewegt den. Das heißt, Okko kriegt jetzt Schaden und stirbt. Das war nicht schlecht. Juckt mich aber auch nicht so unbedingt. Ich würde es möglichst gerne versuchen, diese Runde nicht irgendwelche Ritzen zu spielen. Der Nachteil ist halt natürlich auch, durch Uncrate-Effekt wird der Bär nicht gebufft, weil die Standardkreatur wird gebufft. Hm. Die verwandelt sich, wenn sie Schaden kriegt. Aber man kriegt trotzdem eine 11er Stärke-Karte. Ah, natürlich will er den behalten. Ich würde wirklich ganz gerne die erste Runde gewinnen. Ehrlich gesagt, spiel den den Sturm, aber den willst du ja noch behalten. Nee, ich würde wahrscheinlich den Sturm spielen. Ich würde ganz gerne Lugos, Blueberry Lugos behalten. Auf jeden Fall. Nächste Runde noch einen Axtmann ziehen. Da kann ich auch den Sturm aufgeben. Hm. Aber, also ich würde nächste Runde dann vielleicht sogar passen, weil er wird ja die ganzen Resilience-Karten behalten. Und den hat er jetzt schon ziemlich hochgebufft, den Zwerg, und wir haben keinen Brandeffekt in dem Deck, weil Brandeffekt ist nicht gut. Okay, er will den buffen. Ach, ich kann auch theoretisch den... Ach, das brauchst du für nächste Runde. Nicht unbedingt. Das Problem ist jetzt natürlich, er kann jetzt, er darf die erste Runde nicht gewinnen. Wenn er die erste Runde gewonnen hat, haben wir komplett verloren. Aber ich würde vielleicht sogar die Runde jetzt nochmal Blue-Roy spielen, Lugos. Kannst du ja nächste Runde wiederholen. Hm. Und ich würde vielleicht sogar den Axtmann retzen, aber ich weiß es nicht. Je nachdem, wie er jetzt noch spielt. Aber er will anscheinend auch nicht aufgeben, so. Nothing like a dwarf to get you into a tight spot. Okay, das ist doof. Der will auf jeden Fall nicht, dass der drauf geht. Come on, let's go. Time to face our fears. Na, er geht natürlich genau in die Reihe. Ist so ein Opfer, oder? Ja, vielleicht ist es nicht die beste Variante, dann, wenn man einen Sturm draußen hat, Lugos zu spielen. Machen wir eigentlich nicht, weil wir müssen jetzt halt diese Runde, oder ich würde ganz gerne diese Runde gewinnen. Oder ich würde ihn halt ganz gerne noch schwächen, weil die nächste Runde wird halt knackig wegen dem Zehner. We serve her who is virgin, mother and crone. For Brad! Jetzt gehen die Mitte. Jawohl. Ja, wenn er jetzt auch nochmal in die Reihe springt, ist blöd. Wir könnten auch Okko wiederbeleben, aber Okko würde wahrscheinlich... er würde nicht sterben. Naja, der will den nochmal buffen jetzt unbedingt. Die Sache ist jetzt nur, das Problem ist halt, ja, es geht noch weiter, aber wenn der jetzt nochmal dahin springt, ist er tot. Aber wenn ich jetzt Tremor spiele, könnten wir ihn auch treffen. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch. Das heißt, ich werde jetzt mal die opfern und werde nochmal Okko rufen. Aber wird Okko nicht sterben in der Reihe? Nein. Rocco wird wahrscheinlich eh nicht mehr triggern, so, das ist die Sache, aber ich will ihn halt noch zwingen, so Handkarten zu spielen. Okay. Wenn ich jetzt passe, hat er gewonnen. Das heißt, wir müssen noch was spielen.
Er hat jetzt natürlich einen ziemlichen Kartenvorteil, das ist der Nachteil. Ja. Zwei Karten. Drei Karten, einer hat er ja schon auf dem Feld. Ja, ich habe aber auch schon von vornherein gesagt, so die Axt, die Zwerge sind halt das Dürfste, was du gegen spielen kannst. Weil die Zwerge wirklich, dich auskontern mit ihren Bewegungseffekten. Okay, wir ziehen den Axtmann und wir ziehen eine Priesterin. Den Axtmann würde ich vielleicht sogar erstmal ablegen. Bitte lass ihn anfangen. Wir fangen an. Ist halt die Frage, wollen wir was opfern, um ihn auch noch was zu zwingen? Weil er muss dann halt noch was spielen, aber er wird nichts Starkes spielen. Du könntest eine Retzerin spielen. Ja, ich könnte einen Bär retzen, aber... Ich könnte auch einfach Korall spielen. Ich könnte jetzt auch einfach passen, aber dann würde er auch sofort passen. Na, er wird aber vielleicht noch ein Resilience oder so spielen. Ja, das bringt ihm aber nichts, ob er den jetzt oder nächste Runde spielt. Ich würde sogar passen. Doch, es bringt nichts. Also wir hätten jetzt noch was, dann hätte er auch noch was spielen müssen, ja, aber dann hätte er eine Resilience gespielt, so. Und es ist eigentlich egal, ob er die jetzt oder nächste Runde spielt. Naja. Wir hätten nur eine Handkarte verloren. Das Problem ist, wir können halt nichts mehr retzen, der wird uns gar nichts mehr bringen. Oh, Decoy ist okay. Tatsächlich. Möchte er sich einreden? Nee, aber mit Decoy können wir halt noch. Ja, ist die Frage, die Axtmann werden wir nicht mehr so hochkriegen. Das heißt, ich werde jetzt die Bären retzen. Ich denke, wir werden nicht gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir gewinnen werden, aber es wird auch vielleicht noch mal ein bisschen knapp. Spielen wir den nochmal. Ah, hat er jetzt einen Brand? Aber er wird keinen Brand haben. Also, ich denke nicht, ich gehe nicht davon aus, dass er einen Brand hat. Mahakam! Ich hätte gelacht, hätte er jetzt einen Brand gehabt. I can do a great deal more for you. Der wird so, also der braucht nicht wirklich viel Stärke. Der braucht 14 Stärke. Ja, hat er schon 9. Jetzt hat er noch irgendwas mit 3 Stärke. Eine Karte, ein Zwerg oder so. Ja. War klar. Und den bufft er sogar nochmal. Na. Schade, schade. Das sind halt die Buff-Zwerge, ne? Ja. Das Problem ist halt wirklich die Buff-Zwerge, dadurch, dass sie halt so agil in den Reihen sind, können die natürlich unseren Wettereffekt auch ziemlich gut dodgen. Ich glaube, hätte der mehr getroffen, hätten wir da bessere Chancen gehabt. Aber naja, schade, sollte nicht so sein. Wir haben auf jeden Fall mal im ersten Match haben wir ihn gezeigt, so Warbjörn. Ich finde ihn okay. Im Late Game macht er nur nicht mehr so viel Sinn. Wir haben auch niemals Yennefer gezogen, fällt mir gerade ein. Nee, stimmt. Wir haben echt ziemlich doof gezogen, weil Yennefer ist halt besser. Ja, er ist halt im Late Game gut. Das Problem ist halt wirklich an diesen Karten, die müssen halt auch geschwächt sein. Naja, im Late Game nicht wirklich, wenn du ihn zum Schluss noch hast und keine weiteren Karten. Ja gut, dann bringt er nichts, aber... Macht er also keinen Sinn. Es gibt bessere. Also für so ein skellige Axtmänner-Deck, finde ich, gibt es bessere Karten. Gibt es bessere Sachen. Definitiv. Als ihn jetzt als Goldkarte. Aber ich finde den Effekt relativ nice. Ist schon eine schöne Kombo, ne? Du hast ja gesehen, wie hoch du die Axtmänner damit... Die Sache ist halt so, wie willst du sowas balancen? Weil wenn er jetzt alle killt, die nicht geschädigt sind, ist er eigentlich zu stark. Ja. Und so ist er aber zu schwach. Man könnte es jetzt halt noch auf 3 Stärke ändern, aber 3 Stärke hast du bei manchen Kreaturen auch ganz gut erreicht, schnell. Es ist halt so eine Tricky-Karte. Ich finde den Effekt ganz lustig, aber sie ist halt schwer spielbar. Ich glaube nicht, dass sie großartig Play sehen wird. Es wird noch irgendwas großartig geändert. Wir haben ihn auf jeden Fall mal gezeigt. Oder er kriegt Support. Nächstes Mal spielen wir wieder ein etwas, sagen wir mal, lustiges Deck, nicht so ein Axtmänner-Deck, sondern wir spielen nächstes Mal wirklich ein Mill-Deck. Oder wir versuchen es jedenfalls. Ja, das ist halt, da kann sich niemand beschweren. Das sind eh nur diese Runden, wo wir irgendwelche Decks testen wollen. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr für Decks testen möchtet. Oder wir sehen uns auf jeden Fall morgen sogar schon wieder beim Ranked, weil wir haben diesmal ein bisschen andere Aufnahmepläne. Wir haben wenig Zeit. Ist egal. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Gwent. Bis dann, haut rein, ciao. Ciao.